Europäische Union hat die letzten Jahre Bosnien tatsächlich links liegen lassen, um es mal so flott zu formulieren. Sie ist aber in der Zwischenzeit, hat in Brüssel ein Umdenken eingesetzt. Und dieses Umdenken hat zwei wesentliche Gründe. Die liegen nicht so sehr in Bosnien, sondern außerhalb. Da ist zum ersten Mal Russland und Putins revisionistische Politik, also der Ukraine-Konflikt im Großen und Ganzen, der wiederum zeigt, wie sehr Russland sich am Balkan bemüht, sozusagen Fuß zu fassen. Seit Jahren bereits ist Russland wirtschaftlich dort sehr intensiv engagiert. Die Erdölraffinerien, zum Beispiel in der Republika Srpska in Bosnien, sind in der Hand Russlands, zieht sich hinein bis nach Serbien auch. Wobei es Russland gewissermaßen nicht so sehr darum geht, jetzt sich dort Bosnien oder auch Serbien einzuverleiben, sondern ich glaube, der wesentliche Punkt ist der, dass man versucht, ein möglichst schwaches Bosnien aufrechtzuerhalten, sozusagen als Störfaktor dort zu wirken. Ein zweiter, ganz entscheidender Grund, warum sich die Aufmerksamkeit heute wieder stärker Richtung Bosnien richtet, liegt auch darin, dass man erkannt hat, dass ein Staat, der so desorganisiert ist, eine sehr gute Auftrittsfläche für radikale Strömungen bieten kann. Und ich war selbst erstaunt, als ich im Vorjahr einen Artikel recherchiert habe über die sogenannten Euro-Dschihadis, also junge Menschen, die in den syrischen Krieg gezogen sind, dass vor einem Jahr die Statistiken über Bosnien eigentlich relativ unauffällig gewesen sind. Das sind prozentmäßig mehr aus Belgien, aus Großbritannien gekommen. In der Zwischenzeit hat sich das ganz entscheidend gewendet. Innerhalb eines Jahres sagt jetzt die Statistik aus, dass aus Bosnien die prozentmäßig größte Anzahl von jungen Menschen in den Krieg nach Syrien gezogen sind. Das ist eine sehr äußerst gefährliche Entwicklung, die die Europäische Union sehr ernst nimmt und wo man letzten Endes versuchen muss, die Ursachen einmal zu analysieren und die Ursachen einmal zu beseitigen. Die liegen aber gerade in Bosnien, wie in der gesamten Region natürlich auf der Hand ist. Ist die fortgesetzte soziale und wirtschaftliche Krise, die Perspektivlosigkeit für besonders junge Menschen, Sie haben vor kurzem gehört, wie plötzlich da aus dem Kosovo ein Schwall von jungen Auswanderern versucht hat, nach Westeuropa zu kommen. Das sind für uns und müssen für uns Signale sein, dass wir uns am Balkan, dass wir uns in Bosnien, in anderen Staaten des sogenannten Westbalkans, des ehemaligen Jugoslawien, wieder engagieren müssen. Wir müssen einen wirklichen Plan, nennen wir es vielleicht auch Marshallplan, für diese Region entwickeln. Wir müssen den Menschen auch signalisieren, dass sie willkommen sind auf diesem Kontinent, dass sie Teil Europas sind, dass sie nicht auf dem Marsch nach Europa sich befinden, sondern dass sie mitten in Europa beheimatet sind. Und insbesondere auch, wenn es um die islamische Religion geht, dass man auch ganz klar signalisiert, dass es ein integraler Bestandteil unserer europäischen Traditionen und Kultur ist. Das ist ein wesentliches Merkmal, das man stärker herausstellen müsste. Ich habe bereits vor Jahren darauf hingewiesen, dass es in Europa einen europäischen Islam gibt, eben in Bosnien-Herzegowina. Dass es Gesetze gibt, die aus dem das jetzt neu verhandelte Islamgesetz in Österreich zum Beispiel basiert auf dem Islamgesetz, dem österreichischen aus dem Jahre 1912. Das heißt, seit dem Jahr 1912 ist der Islam eine anerkannte Religionsgemeinschaft. Das heißt, der Versuch, Religionen als etwas Fremdes darzustellen, und da geht es nicht nur um den Islam, das hat auch andere Querverbindungen, führt letzten Endes dazu, dass es zu Konflikten kommt, dass es einen Boden, sozusagen einen Boden aufbereitet wird für Entwicklungen, die wir sicher nicht wollen. Voraussetzung für all das ist aber ganz klar, dass wir versuchen müssen, viel mehr als in der Vergangenheit die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen in Bosnien-Herzegowina zu verbessern.
gibt gewisse Anzeichen, dass die Menschen erkannt haben, dass man vom Nationalismus nicht satt wird, dass er nichts Produktives für die Menschen bringt. Und den Aufstand, die Revolte, würde ich sagen, die es in Sarajevo, in Tuzla und in anderen Städten gerade vor einem Jahr gegeben hat, weisen ja darauf hin. Es waren die ersten Proteste, wo es nicht gegen eine andere Ethnie gegangen ist, wo es nicht wir Serben gegen euch, Muslime oder Kroaten oder was immer. Man hat einen Slogan gehabt, der das wirklich auf den Punkt bringt, und der heißt Gladnismo na tri jezika. Wir sind auf drei Sprachen hungrig. Mhm. Ja? In drei verschiedenen Sprachen, aber uns eint der Hunger, uns eint die Perspektivlosigkeit. Und wenn das zum Kern einer neuen Politik genommen wird in Bosnien-Herzegowina, wenn dies auch unterstützt wird von der Europäischen Union, von einzelnen Ländern auch, wie Österreich. Österreich hätte schon längst das Zeug dafür, dort gemeinsam mit anderen Gleichgesinnten eine wirkliche Führungsrolle auch zu spielen innerhalb der Europäischen Union. Für Menschen, für Staaten und Bürger, die viel weiter weg leben in Europa, West- und Nordeuropa, ist der Balkan wirklich eine Terra Incognita. Für uns Österreicher beginnt ja bekanntlich der Balkan hier in Österreich. Und ich glaube, das sollte positiv gewendet werden. Da sollte man versuchen, daraus das entsprechende Kapital zu ziehen.